Mit dieser Band habe ich tatsächlich damals meine letzte Show gespielt. Und zwar geht es heute um die Band Slaughter the Giant. Wenn du also auf Melodic Death Metal stehst, bist du genau bei dieser Band richtig. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Video und bis dann. Ey, wir kommen jetzt mal zu einer Band. Mit denen habe ich tatsächlich meine letzte Show mit meiner Band gespielt. Und zwar geht es um Slaughter the Giant. Sind Belgier. Ja, sind Belgier, doch, genau, sind Belgier. Wir haben nämlich damals gemeinsam in Belgien gespielt, ne, mit Abakination, mit denen und halt als Headliner Cannibal Grandpa, mittlerweile Bonecarver. Und die haben jetzt eine Single rausgehauen und ey, ich bin sehr gespannt, was die Boys machen, ob die noch so klingen wie früher oder sich viel, viel weiterentwickelt haben. Oh, nice, wir sind Synthesizer. Boah, klingt das episch. Okay, also so reinzukommen in den Song ist halt schon sehr, sehr fett. Das Witzige ist, ich habe um 18 Uhr kam das Video raus. Ich habe für heute schon direkt die Reaction zu Arch Enemy gemacht und da hast du so einen ähnlichen Vibe. Du hast erstmal am Anfang so dieses Epische und dann knallen die sofort rein. Aber das klingt schon echt wirklich mega, mega fett. Ich muss halt einfach sagen, so wirklich, das ist so ein geiler Rhythmus. Also so wirklich so schön, dieser Melodic Death Metal Rhythmus. Und ich finde die Vocals auch ganz geil. Ich finde, das ist irgendwie so eine richtig angenehme Range irgendwie. So diese Mid-Vocals, aber die klingen halt sehr, sehr geil. Sehr, sehr fett. Boah, aber so schon reinzukommen, ist halt schon wirklich sehr, sehr, sehr stark. Ah, schöne Lows auch noch dazu. Aber auch, also wirklich Vocals ganz nice, so richtig schöne Lows, richtig schöne Mid-High-Vocals, finde ich ganz geil. Wobei, stimmt, ich habe sie sogar zweimal gesehen. Einmal, als wir zusammen gespielt haben und das zweite Mal war auch auf so einem kleinen Festival in Lüttich. Genau, stimmt, habe ich vollkommen vergessen, musste ich jetzt einfach nochmal korrigieren, aber wirklich sehr, sehr geil, sehr, sehr schön am Melodev, das klingt schon wirklich sehr, sehr fett. Schönes Riff, sehr, sehr schönes Riff. Auch hier ist so sehr, sehr nice. Also wirklich sehr schönes Riff, ne, mit einer richtig guten Melodie. Und danach kommt dann halt nochmal, sag ich mal, noch mehr Melodie rein. Das ist halt wirklich schon sehr, sehr geil. Also sehr, sehr schön geschrieben, muss ich sagen. Ah, starker Job auf jeden Fall. Also die haben sich auf jeden Fall weiterentwickelt. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber ich meine, gut, das ist ja auch wirklich schon was länger her, als ich die gesehen habe. Das ist ja auch, glaube ich, schon... Ja, so...
Sechs, nee, sieben, sechs, sieben Jahre ist das, nee, sieben, 8 Jahre sogar. Ja, sieben, 8 Jahre, 7 Jahre, genau, das war 2017 müsste das gewesen sein. Ja, Wahnsinn, also stark, aber sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön, dass sie sich so gut weiterentwickeln. Das ist auch ganz nice, ist, du hast so dieses das ist diese Blastbeat und dann switch wieder dieser Rhythmus und dann kommen wieder die Blastbeats. Dann switch wieder der Rhythmus, wieder die Blastbeats. Das finde ich auch geil. Jetzt wieder schön sind diese Synthesizer. Das finde ich ganz geil. Ich liebe diesen Sound davon. Auch sehr, sehr nicer Part. Schön mit der Double Bass. Hier sehr, sehr nice. Es ist halt so wirklich so ein sehr, sehr grooviger Part, so richtig schöner Nackenbrecher. Und dann hast du halt so dieses Solo, was halt wirklich da so gespielt ist, dass es halt einfach wirklich auf Melodie geschrieben wurde, ne? Und nicht so dieses so, boah, ich mach jetzt hier dieses krasseste Solo und zeig, was ich alles kann. Sondern es ist wirklich sehr schön einfach melodiös und das finde ich sehr, sehr gut. Also sehr, sehr schön. Nice gepaart, diese Vocals und diese Melodie. Das ist sehr, sehr geil. Sehr, sehr gut gemacht. Geil, so ein bisschen verzerrt, diese Synthesizer, die halt die ganze Zeit waren, ne? Geil, also richtig gutes Outro auch. Finde ich sehr, sehr schön. Ja, also generell, wie ich gesagt habe, so sehr, sehr geil, so diese Synthesizer am Anfang, ne? Mit so einem richtig schönen, epischen Start und dann zack, direkt einfach reinknallen, drauf los. Und das ist richtig krass, also richtig schön. Und ja, einfach richtig guter Melodev. Sehr schöne Vocals, sehr schöne Melodien geschrieben. War halt auch nicht monoton. Du hattest halt die ganze Zeit irgendwie mal was Neues. Du hast dann vielleicht nochmal eine Wiederholung von dem Part gehabt. Aber sehr, sehr gut zusammengesetzt. Ne? Sehr gutes Songwriting, muss ich sagen. Und ey, ich freue mich wirklich für die Jungs, dass,
dass es halt bei denen so läuft. Ich meine, ich hab ja, also ich bin ja auch noch mit den Jungs irgendwie, also beziehungsweise mit dem Sänger bin ich ja noch auf Facebook befreundet. So, ja, ich nutze tatsächlich noch Facebook. Dann sehe ich ja auch manchmal so, wie die jetzt irgendwie, keine Ahnung, sag ich mal, die gehen jetzt in den nächsten Elektronikmarkt und zeigen so Bilder, ey, unsere Schallplatte oder unsere CD ist im, hier auf dem Regal. Das ist halt schon ganz geil. Das freut mich halt wirklich für die Jungs. Und ja, check die auf jeden Fall mehr ab. Die haben es auf jeden Fall verdient.